Und da wären wir wieder. Halbnackte Streamerinnen. Und ihr abonniert sie weiterhin. Der Scheiß macht euch schwach, Freunde. Geistig sowie körperlich. Und trotzdem abonniert ihr sie. Dann schauen wir mal weiter. Und dann hätten wir diese Casino-Streamer. Ekelhafte Kreaturen. Also was solltet ihr stattdessen abonnieren, Freunde? Diesen Kanal? Richtig. Wir abonnieren einfach den Kanal. Liken vielleicht noch etwas und nicht diese dreckigen kleinen Kachbas. Nicht die! Keine Reaction-YouTuber, keine Kachbis und ganz sicher nicht irgendwelche Casino-Streamer. Abonniert einfach den Scheiß. In Far Cry 4 spielen wir AJ, der die Asche seiner verstorbenen Mutter zurück in ihr Heimatland Kyrat bringen möchte, da das ihr letzter Wunsch war. Kaum sind wir im Land, werden wir schon von den Leuten des dort herrschenden Diktators Pergamin angegriffen, der uns dann sogar persönlich zu seiner Bude bringt. Hier will er uns ein paar Dinge erzählen, bis er unterbrochen wird, woraufhin er uns bittet zu warten, bis er eben wieder zurück ist. Normalerweise würden wir hier aufstehen, flüchten und uns den Rebellen anschließen, die gegen Pergamins Herrschaft kämpfen. Doch solltest du hier tatsächlich circa 15 Minuten lang warten, statt abzuhauen, wird Pergamin zurückkommen und dich sogar dorthin bringen, wo die Asche deiner Halbschwester ist. Denn wie sich im normalen Durchlauf des Spiels rausstellt, waren Pergamin und deine Mom mal ein Paar, aus deren Beziehung eben deine Halbschwester entstanden ist. Jedenfalls stellst du hier dann die Asche deiner Mom ab und das Spiel endet nach gerade mal 20 Minuten Spielzeit. Oh, prima. Geht es dir jetzt besser? Hast du damit abgeschlossen? Gut. Dann können wir jetzt vielleicht endlich ein bisschen rumballern. Auch in Far Cry 5 können wir das Spiel vorzeitig beenden und damit ein frühzeitiges Ende freischalten, wie du beim Geschlechtsverkehr. Hier spielen wir dieses Mal einen Rookie, also einen Typen, der neu als Sheriff angefangen hat und mit seinen Kollegen auf dem Weg ist, einen Sektenführer namens Joseph C. zu verhaften. Schon bei der Ankunft merken wir, dass der Scheiß absolut schief laufen wird, doch gehen trotzdem zu Joseph C., der sich sogar freiwillig stellt. Normalerweise würden wir ihn hier verhaften und kurz darauf würden seine Leute unseren Heli angreifen, woraufhin wir abstürzen, Joseph Seed freikommt und das richtige Spiel beginnt. Doch solltest du in dem Moment, wo wir ihn verhaften sollten, ein paar Minuten lang nichts tun, wird dein Chef dir sagen, dass das keine gute Idee ist und wir einfach gehen sollten, da das nicht gut enden wird. Dann dreht ihr um, geht raus und das Spiel endet. Manchmal sollte man es einfach gut sein lassen. Wir gehen, Urki. Was zur Hölle macht ihr denn? Was macht ihr denn? Verdammt doch mal, was soll das werden? Da! Geht zurück! Halt die Klappe und hör zu! Wenn du ihm Handschellen anlegst, kommt keiner von uns hier lebend raus. Ich lasse euch alle verhaften. Das war's dann. Alle guten Dinge sind drei, denn bei Far Cry 6 kannst du das Spiel auch abrupt beenden. Hier spielen wir dieses Mal Dani und versuchen in die Staaten zu kommen, da das Land, in dem wir momentan leben, von Gustavo Fring kontrolliert und die Bevölkerung unterdrückt wird. Nachdem wir auch fast getötet werden und noch gerade so entkommen, schließen wir uns kurzzeitig den Rebellen an, da sie dringend unsere Hilfe benötigen. Nach dieser bestimmten Mission können wir einfach in ein Boot steigen und losfahren. Solltest du dich zu weit von der spielbaren Map entfernen, wird dich das Spiel erst warnen. Doch solltest du einfach weiterfahren, sagt unser Charakter, dass es ihm oder ihr leid tut und dass es nicht unser Krieg ist. Kurz darauf bekommen wir eine Cutscene zu sehen, wie Dani am Strand chillt, während im Hintergrund eine Nachricht verkündet, dass die Rebellenanführerin von Gustavo Fring getötet wurde und somit gewonnen hat. Schulpa me, Clara. Nicht mein Kampf. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertad-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Batman Arkham City war ein absolut nice Spiel. Dementsprechend wurde es auch zu Recht extrem gut bewertet.
Natürlich wurde dann bei so einem erfolgreichen Spiel auch relativ bald eine DLC nachgeschoben. Hier übernehmen wir die Rolle von Catwoman und während einem Raubzug, wo auch sie dabei ist, wird Batman währenddessen von Dr. Hugo Strange unter einem Trümmerhaufen begraben und festgesetzt. Normalerweise würden wir hier unserem Fledermaus-Bro helfen und das Spiel würde ganz normal weitergehen. Doch es besteht auch die Option, unsere Beute zu krallen und uns zu verpissen wie eine Golddigger-Bitch. Was dann passiert? Nun ja, das Spiel endet. Doch nachdem die Credits eine Weile laufen, wird das Spiel zurückgespult, damit du eben die richtige Wahl treffen kannst. Screw him. Evil Within ist in meinen Augen ein echt gut gelungenes Horrorspiel, das ich schon so oft nochmal zocken bzw. streamen wollte. Doch zwecks Zeitmangel und anderen Scheiß, den ich im Kopf habe, ständig vergesse. Hier geht eine klare Empfehlung raus an jeden, der ein Fan von Resident Evil 4 und vielleicht auch sogar 5 ist. Jedenfalls kam hier irgendwann eine DLC raus, wo wir in die Rolle unserer Kollegin schlüpfen, die wir im Laufe des Spiels zwar immer wieder antreffen, doch wieder aus den Augen verlieren. Kurz vor dem Ende der DLC kommen wir dann im Raum an, wo wir das Hirn des Main-Bösewichten Rubik sehen können. Und da wir im gesamten Spiel verbunden sind mit dem Hirn des Main-Bösewichten, können wir hier direkt auf sein Hirn schießen, woraufhin das Spiel abrupt endet. Allerdings werden wir nach den kurzen Credits wieder zurück ins Spiel geworfen und bekommen einen Erfolg, der Stick to the Script heißt. Übersetzt heißt das, halt dich an den Skript bzw. an das Drehbuch. Das folgende hier kennen wahrscheinlich so einige unter euch, doch trotzdem gehört es in meinen Augen auf diese Liste, da es eben ein geheimes Ende ist. In Devil May Cry 5 kämpfen wir direkt zu Beginn gegen den Main-Bösewicht des Spiels. Eigentlich sollten wir hier verlieren, damit das Spiel dann richtig anfangen kann. Doch solltest du wirklich so gut sein, dass du den Typen hier besiegst, wird das Spiel abrupt enden. Hier kommt nicht mal eine Cutscene, sondern nur ein Text, worauf grob gesagt steht, dass du halt gewonnen hast und dein Leben jetzt weiterlebst. Klingt fast so, als wären die Entwickler bei diesem Ende etwas angepisst. Da bald das Silent Hill 2 Remake erscheint, nehme ich euch nochmal mit in das originale Silent Hill 2 und sein abgefucktes Hundeende. Hier müsst ihr mich entschuldigen, falls ich es nicht 1:1 genau im Kopf habe, doch soweit ich weiß, musste man, um das Hundeende zu kriegen, die drei Hauptenden des Spiels gesehen bzw. bekommen haben. Solltest du nach all diesen Enden ein neues Spiel anfangen, können wir in einer Hundehütte einen Schlüssel finden, um damit dann eine Tür im Hotel des Spiels aufzumachen, worin wir einen Hund sehen können, der scheinbar das gesamte Spiel bzw. alles, was uns widerfahren ist, gesteuert hat. お前の仕業だったのか? In Saboteur ist es unsere Aufgabe, den SS-Kommandeur Kurt Dicker zu killen. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssten wir normalerweise mehrere Stunden schleichen, ballern und alles zerstören, was eben mit den Nazis zu tun hat. Doch auch hier können wir das gesamte Spiel in circa einer halben Stunde komplett durchspielen. Hierzu musst du dir erstmal das Upgrade für deine Karre holen, um damit ballern zu können. Das geht relativ easy, da du dich nach dem Intro in der Stadt frei bewegen kannst. Hast du die nötigen Herausforderungen abgeschlossen und dir das Upgrade geholt, kannst du direkt zur ersten richtigen Mission des Spiels, wo du eben ein Rennen gegen den SS-Kommandeur fährst. Sobald du während dem Rennen hinter ihm bist, musst du den Typen und seine Karre einfach nur durchlöchern, woraufhin das Spiel direkt endet und die Credits rollen. In Hitman 3 steigen Agent 47 und seine Kollegin Diana aus dem Assassinengeschäft aus, um eine globale Elite zu finden und sie auszulöschen. Gegen Ende des Spiels wachen wir in einem Zug auf und hören, wie an einem Serum gearbeitet wird, das unsere Gedanken löscht und uns wieder zu einem Assassin umprogrammiert, der keine Fragen stellt und einfach tut, was man ihm befiehlt. Wenn wir das Serum an uns nehmen und uns zu dem Waggon begeben, in dem der Boss der Elite chillt, haben wir mehrere Optionen. Wir können ihn mit den Gegenständen töten, die wir im Raum finden können, ihm das Serum spritzen, sodass er all sein Wissen verliert, oder wenn wir ganze 47
45 Sekunden warten und das Serum selbst injizieren. Wenn wir uns das Serum selbst reinknallen sollten, wachen wir in einer Zelle auf. Kleiner Fun Fact: Genau diese Zelle und die gesamte Szene ist eine Anlehnung an den Beginn des ersten originalen Hitman. Also Hitman Code 47. Wake up, my friend. It's the dawn of a new day and you have things to do. Wake up, my friend. It's the dawn of a new day and you have things to do. Auch wenn Days Gone von vielen Kritikern wegen den Bugs, dass das Spiel am Anfang hatte, komplett zerrissen wurde, finde ich persönlich, dass es ein absolut nice Spiel ist, das mehr als würdig für einen zweiten Teil war. Leider hat Sony einen zweiten Teil eingestampft, da das Spiel die erwarteten Verkaufszahlen nicht erreicht und eben wegen der Kritik, die das Spiel direkt zu Release abbekommen hat. Jedenfalls finden wir gegen Ende des Spiels unsere verschollene Frau, haben alle Bösewichte fertig gemacht, doch eine Sache hat am Ende gefehlt. Wir haben nämlich nicht erfahren, was mit O'Brien passiert ist, der Typ, der für Nero arbeitet und uns geholfen hat, unsere Frau zu finden. Nero ist im Grunde eine Organisation, die sich komplett von der Menschheit abgeschottet hat und eben versucht, ein Heilmittel zu finden. Sollen wir nach dem Ende des Spiels noch ein paar offene Sidequests erledigen oder ganz einfach eine Weile warten, wird sich O'Brien wieder melden und uns sagen, dass er dringend mit uns sprechen muss. O'Brien, was machst du auf diesem Kanal? Ich muss dir dringend etwas sagen. Im Norden der Cascades liegt ein alter Pionierfriedhof. Ja, okay, den kenne ich. Triff mich dort. Bitte. Wenn wir zum Treffen kommen, kommt das eigentlich richtige Ende vom Spiel, wo uns O'Brien eben offenbart, dass die Leute bei Nero eigentlich absolute Bastarde sind, die nicht nach einem Heilmittel, sondern nach einem Mittel gesucht haben, um den Virus für sich nutzen zu können. Plus einer weiteren kleinen Info. Was kann ich für dich tun, O'Brien? Ich will dich warnen. Mich warnen? Wovor denn? Weißt du noch? Ich sagte, dass die Infizierten sich weiterentwickeln. Gut, ja, ein Freak ist ein Freak. Was geht mich das an? Der Virus stammt mehr. Er befällt die menschlichen Nerven und Lymphsysteme. Seine Entwicklung beschleunigt sich exponentiell. Sie wussten es die ganze Zeit natürlich, dass das passiert. Meine Vorgesetzten. Darum ihre Heimlichtuerei. Ihre Vorsicht. Sie kommen. Tut mir leid. Du kannst nichts machen, um sie zu stoppen. Niemand kann irgendwas tun. Und da wären wir auch am Ende des Videos angekommen. Freunde, die OGs wissen es schon, doch für die Neuen, die jetzt hier beim Outro-Bereich sind, muss ich ganz kurz erklären, dass ich diesen Outro-Bereich für mich und für dich nutze, so als ob zwei Freunde sich miteinander unterhalten würden, ja? Und da habe ich an dich da draußen eine ganz kurze Frage, und zwar, ich habe letztens, also beim vorletzten Video, habe ich ein bisschen Real Talk am Outro betrieben, ja? Und das hat mir und euch hoffentlich auch gefallen, ich habe es in den Kommentaren gelesen, und mir hilft es auch so, immer wieder mal da reinzuschauen, oder, was heißt, ich habe ein, zwei Mal reingesehen und wenn es mir so ein bisschen abgefuckt ging. Und ich habe mich sozusagen selbst ein bisschen motiviert. Aber genau, um auf das Thema zurückzukommen. Ich hatte vor, weil ich das schon mal einmal angefangen habe, vielleicht habt ihr es irgendwo auf meinem Kanal gesehen. Wir haben einmal mit den Jungs von Relaxing Gaming, das ist, die machen FNAF-Content, in meinen Augen die besten hier in Germany, schaut gerne bei denen vorbei, einen Podcast gestartet. Ja, und da, damals ging es um Zombie-Apokalypse. Und den Scheiß würde ich persönlich sehr gerne weiterführen, weil ich mag das einfach, weil da seht ihr die andere Art und Weise von mir und vielleicht kann ich euch die, vielleicht sehe ich dann eine andere Art und Weise von euch, dass wir uns dann unterhalten, auch in den Kommentaren oder dass wir dann die Kommentare in dem Podcast bearbeiten, besprechen sozusagen. Und ich hätte da extrem Bock drauf, falls einer von euch, also falls einer oder falls nicht, ne, lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen, falls ihr Bock auf einen Podcast habt, da würde ich einfach random Sachen besprechen, ja, nicht nur Motivationscrap oder so ein Scheiß, sondern auch eben lustige Sachen, ne, genauso wie, ne, was würden wir bei einer Zombie-Apokalypse tun oder die Gruselgeschichten, die uns widerfahren sind, also wirklich echte Sachen, die uns im Real Life passiert sind, solche Sachen würde ich gerne in einen Podcast packen und wer weiß, vielleicht irgendwann mal einmal hier von den Zuschauern welche einladen und dann, ne, und uns dann so unterhalten, das ist so eine Sache, auf die ich wirklich Bock habe.
Dementsprechend lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock auf sowas hättet. In dem Sinne, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal für den allerbonnersten Gaming-Content hier auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer G.